Shalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Ausgerüstet mit der Kraft Gottes selbst. Geführt durch den Heiligen Geist, erfüllt mit dem Heiligen Geist. So sollen wir leben. So steht es geschrieben in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unserem unverhüllten Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wenn wir erst einmal erkennen, wie herrlich und wie großartig, wie barmherzig das vollbrachte Werk am Kreuz tatsächlich ist, dann, in diesem Moment, in dem wir vollkommen erkennen, können wir vollkommen annehmen. Und in diesem Moment werden wir verwandelt in dasselbe Bild, welches wir anschauen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, vom Geist des Herrn. Ergreife dies im Inneren mit deinem Herzen, was dir hier gesagt wird. Doch wie will Gott, dass wir das in die Welt bringen? Was sollen wir damit anstellen? Erst einmal ist wichtig zu erkennen, dass es keine Arbeit gibt, die zu niedrig ist. Vor Gott ist alles, was getan werden muss, im Leib Christi gleich. So soll sich niemand auf einen Podest stellen und sich über andere erhöhen. Nein, wir müssen erkennen, dass auch wir niemand auf einen Podest stellen sollen, sondern einzig allein Jesus und unseren Vater anbeten. Ihm gehört alle Ehre. So finden wir in Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 10 Ereignisse aus der Entstehung der Kirche, aus der Entstehungszeit. Die Jünger standen zu diesem Zeitpunkt unter enormen Druck und sie hatten so viel Verantwortlichkeiten. Und um die praktischen Dinge des Lebens konnten sie sich nicht kümmern. Und viele beschwerten sich, weil ihre Witwen vernachlässigt wurden. Deshalb beschlossen die Jünger, 7 Männer zu wählen, die für das sorgten, was diese Witwen brauchten. Aber auch diese Männer, sollten voll Heiligen Geistes sein. Verstehst du? Auch diese Männer sollten voll Heiligen Geistes sein. Egal welche Arbeit anstand, wie in Anführungsstrichen niedrig sie auch immer gewesen sein musste. Wer dafür ausgewählt wurde, musste voll Heiligen Geistes sein. Ist es nicht ein absolut göttlicher Gedanke? Und wir sollen uns orientieren an der Heiligen Schrift, also lass auch uns im Leib Christi daran orientieren, was der Heilige Geist schon damals den Jüngern sagte. Egal, was wir tun, wir sollen erfüllt sein vom Heiligen Geist. Alles, selbst alltägliche Abläufe, sollen geheiligt sein in der Gemeinde Gottes. Es soll eine heilige Kirche sein. Heilige Gemeinde, der Leib Christi eben. Meine Lieben, Gott beruft nie zu etwas weniger Wertvollerem. Das Erbe der Kirche besteht darin, so ausgerüstet zu sein, mit Kraft, dass Gott zu jeder Zeit seine Hand auf jedes Mitglied legen kann, sodass dieses Mitglied seinen perfekten Willen ausführt. In der gestrigen Andacht ging es ja darum, dass Gott für jeden von uns einen Plan hat und dass er durch uns und indem wir diesen Plan erfüllen, seine Herrlichkeit in diese bedürftige Welt bringt. Es gibt keinen Endpunkt im geisterfüllten Leben, an dem wir aufhören zu wachsen oder an dem Gottes Segen nicht weiter zunehmen will. Wir beginnen am Kreuz mit der Übergabe unseres Lebens an Jesus, mit dem Erkennen der Herrlichkeit, dem Ort der Ungnade, der Schande, wo Jesus alles von uns nahm, alles auf sich nahm, sodass wir den Tod in ihm besiegen, die Sünde in ihm besiegen
und das Auferstehungsleben beginnen kann. Dann gehen wir erfüllt mit dem Heiligen Geist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie es geschrieben steht, in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir dürfen niemals vergessen, im Heiligen Geist getauft zu sein, bedeutet, dass es eine stets zunehmende Heiligkeit geben muss. Die Menschen wissen, warum die Flut kommt. Auch die Zeit der Ebbe erkennen sie. Wie sehr braucht die Kirche doch diese göttliche Salbung im Heiligen Geist? Sie muss Gottes Gegenwart und Macht so deutlich sehen, dass auch die Welt sie dadurch wahrnehmen kann. Dies ist, was Gott dir sagen möchte durch diese Andacht. Dies ist es, was in dir arbeiten darf, wie der Heilige Geist in dir arbeiten darf, um deine Herrlichkeit herzustellen, dass du die Macht des Werkes am Kreuz wahrhaftig erkennst, aufnimmst und ins Leben bringst, in dein Leben, dass dein Leben Zeugnis ist und du somit auch andere Menschen berührst. Lass uns beten. Jesus, ich übergebe dir mein Leben in allen Bereichen. Ich erkenne dich als Sohn Gottes. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz alles von mir nahmst. Jedes Leid, jede Schwere, jede Sünde, jede Form von Mangel, jede Krankheit, jede Schuld. Ich nehme diesen perfekten Tausch an. Ich glaube an deine Auferstehung und dass du den Tod besiegt hast. Und all das nehme ich für mein Leben an. Ich empfange den Heiligen Geist und lege mein Leben in deine Hände, Jesus. Und somit in deine Hände, aber. Und ich will an die Seite gehen und deinen herrlichen, barmherzigen Plan für mein Leben annehmen. Sprich zu mir. Führe mich, salbe mich, Heiliger Geist. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und ja, auch eine Hilfe, wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst. Im Namen Jesus. Und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen? Wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück, in die Liebe? Wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen? Dann ja, scheue dich nicht. Schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seelenmentoring. Ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat. Die Schwere, die dein Herz niederdrückt. Denn wo Gott ist, ist Liebe und Frieden. Und den sollst auch du erfahren. Wir freuen uns auf dich.